Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Aragami. Mir ist aufgefallen, hier blitzt es und immer wenn es blitzt, verlieren wir ein bisschen Energie. Das gefällt mir nicht. Zora. Der General, der Kaio. Aragami dort. Das muss der General sein. Der General ist eine Frau? Sie. Aber in den Traumbildern. Du musst dich konzentrieren. Sie kann deine Gegenwart spüren. Wenn sie nicht auf dich konzentriert, helfen dir die Schatten nicht mehr viel. Okay. Alter, die weiß ganz genau, wo wir sind. Wir wen zum Markieren? Nee, geht nicht. Alter, was? Das ist krass. Müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwie unbeschadet hinkommen. Jetzt wissen wir zumindest, okay, die schießt Hunter-Killer-Granaten. Die Frage ist, wie ich da... Auf der anderen Seite gibt's nichts, ne? Nee. Alter. Alter, Alter, Alter. Hier ist wirklich Konzentration jetzt gefragt. Das Problem ist halt, die Schatten sind nicht so, dass wir jetzt da irgendwie großartig Deckung hätten. Und die kann sich anscheinend von Turm zu Turm teleportieren. Wäre natürlich jetzt richtig mies, wenn sie sich einfach hinter uns teleportiert. Aber das macht sie wohl nicht. Da weißt du selber, dass das unfair wäre. Die Frage ist, wie wir jetzt hier weiterkommen. Am besten wäre ja da lang. Wir könnten da Schatten erschaffen und dann springen. Okay. Ich habe echt jetzt hochgepokert und gehofft, dass die sich wirklich irgendwie weiter teleportiert. Wo müssen wir hin? Irgendwo dahin. Okay, wir haben keine Energie mehr zum Springen. Was doof ist. Jetzt haben wir hier so eine Hunter-Killer-Granate vor uns. Okay, die ist aber schon wieder weg. Na gut. Das geht aber so nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir uns unsichtbar machen. Ich glaube nämlich nicht. Ah, fuck it. Ich weiß nicht, wo wir da hin sollen dann. Das ist echt tricky jetzt. Geh weg. Okay, hier sind wir zumindest ein bisschen im Schatten. Was? Okay, so langsam pisst mich der General an.
Und zwar richtig heftig. Versuche jetzt mal einen anderen Weg zu gehen. Das sieht alles nicht so aus, als ob es sonderlich gut klappen würde. Wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, wir sind direkt von hier aus einfach. Und dann gerannt. Scheiße, Leute. Ich weiß nicht, wie ich von hier weiter soll. Geh weg. Nein! Fick dich! Das ist zu krass einfach. Leute, sorry, wenn ich ein bisschen weniger rede, aber ich bin völlig angespannt hier. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich glaube, das ist die beste Variante. Zum Tempel, leck mich am Arsch, ey. Alles klar, wir gucken uns nicht mehr um. Fuck you. Krasse Scheiße. Umgucken verboten, Leute. Scheiß Blitze hier. Okay. So weit, so gut. Fürs Erste sind wir sicher. Ja. Sie schimmert immer weiter weg. Hast du einen guten Einfall? Sie ist vorsichtiger als Hikaru. Und sie scheint dich besser im Blick behalten zu können als er. Geh einfach weiter. Früher oder später muss sie sich dir stellen. Ja,
Das ist keine Hilfe. Scheiße hier, Alter. So, erstmal alle aufgedeckt. Krasse, krasse Scheiße, Alter. Leute. Die können wir ja leider damit nicht angreifen. Sonst hätte ich schon längst geguckt, ob man da irgendwie der so ein Kunai ins Gesicht werfen kann. Muss jetzt erstmal einen Weg finden hier. Sie hat natürlich alles im Blick hier. Hier sieht sie uns nicht, aber hier ist übelst Licht. Da drüben rein irgendwie. Was sieht er? Ah, er sieht den Toten. Er soll und muss uns egal sein. Das ist eindeutig eigentlich Schatten hier, ne? Eigentlich müssten wir da locker hinkommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Schlimme ist, dass er recht hat. Wir können uns nicht vorm Licht verstecken. Alter, das macht mich so fertig gerade. Scheiß auf die Schriftrolle, ey. Wir müssen bloß irgendwie reinkommen. Aber wir haben ja nirgends Deckung. Und die Alte weiß ja sofort, wo wir sind. Da vorne, da müssen wir hin. Wo jetzt lang? Alter, ich war gerade am Porten. War original gerade am Porten. Krass, krass, krass. Die Stelle ist irgendwie tricky, Alter. Kommt mir so vor, als würde es da gar keinen richtigen Weg geben.
Bleib unten. Da in die Ecke. Meine Fresse. Sag mir jetzt bloß nicht. Scheiße. Bitte kein Blitz, dann bin ich tot. So geht's auch. Ich geb's auf. Wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Aragami. Wird tricky. Bis dahin. Macht's gut.